Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es eine kleine Rückbildungs-Yoga-Session mit mir und Baby. Die kannst du immer machen mit deinem Baby. Schnapp dein Baby, leg es auf die Matte oder zu dir in den Arm, je nachdem, was dein Baby gerade braucht. Und leg dir auf jeden Fall was zum Spielen bereit und einen Schnuller, wenn das dein Baby braucht, damit du deine Yogastunde hoffentlich genießen kannst. Und zu Beginn komm auf jeden Fall zum Sitzen, find einen guten Sitz für dich. Und wenn du kannst, dann kannst du dein Baby ablegen oder hast es bei dir, schließ deine Augen. Komm ganz bewusst auf deine Matte an und atme gut ein und aus. Und vielleicht kannst du auf 4 einatmen durch die Nase und dann wieder durch 4 ausatmen durch die Nase. Einatmen, 1, 2, 3, 4, ausatmen. 4, 3, 2, 1. Finde deinen Rhythmus. Vielleicht ist der länger, vielleicht ist der kürzer. Wichtig ist mir, dass du ganz bewusste Atemzüge nimmst. Und dich gut mal mit Luft versorgst und so auch schon deinen Geist beruhigen kannst. Wenn du willst, kannst du gern die Augen schließen oder geöffnet lassen und immer einen kleinen Blick zu deinem Baby werfen. Entspann dein Kiefer, schau, dass die Zähne im Abstand zueinander sind. Lass die rechte, linke Schulter schwer Richtung Matte sinken. Und atme gut und regelmäßig ein und aus, vielleicht immer noch auf den Takt 4 oder länger oder kürzer. Dann öffne sanft deine Augen, wenn sie nicht schon offen sind. Wenn du dein Baby hast, lass es hier mit deiner Hand vor dir. Wenn nicht, nimm die Hände mit der Einatmung nach oben. Ausatmung vor deinem Herzen zusammen. Einatmung nach oben. Ausatmung zusammen. Oder eben mit der Babyvariante. Einatmung nach oben. Ausatmung zusammen. Und noch einmal nach oben. Und die Hände vor deinem Herzen zusammen. Und ich lade dich ein, mit mir die Intention zu setzen, dass du dir heute Zeit für dich nimmst. Obwohl das Baby bei dir ist, obwohl du einen bestimmt stressigen Alltag hast, dass du dir ganz bewusst ein paar Minuten Zeit für dich und für deinen Körper nimmst. Du darfst gerne die Augen schließen, die Intention vor deinem Herzen versiegeln. Ich nehme mir Zeit für mich. Ein paar Mal wiederholen und dann ganz langsam deine Augen wieder öffnen. Bring deine Hände auf die Schulter. Wie gesagt, wenn du ein Baby hast, lass eine Hand vor deinem Baby. Und dann kreis deine Schultern. So öffnest du deinen Brustbereich. Schaffst dir Raum und Platz, weil wahrscheinlich durch das Stillen, durchs Tragen, durchs Wickeln bist du immer ein bisschen gebeugt, hast einen runden Rücken und so öffnest du dich wieder. Das gerne ganz schnell machen oder langsam. Und dann mit mir gemeinsam langsam werden. Und bewusst die Schultern nach unten ziehen. Einatmung, Hände nach oben. Ausatmung, greift die Finger ineinander und schiebt die Handinnenflächen nach oben Richtung Decke. Und gleichzeitig die Schultern nach unten. Spüre mal die Weite und die Länge. Und leg dann deine rechte Hand in die Matte. Zieh dich mit der linken Hand mit der Einatmung nach oben. Ausatmung, neig dich auf die rechte Seite, lass hier Weite entstehen. Und wenn dein Baby hier ist, dann greif mit deiner rechten Hand dein Baby. Und Einatmung, komm mit beiden Händen nach oben. Ausatmung, die linke Hand geht zur Matte. Du ziehst dich mit der rechten Hand nochmal nach oben lang Richtung Decke. Und mit der nächsten Ausatmung neigst du dich auf die linke Seite. Schau, dass beide Sitzbeinhöcker in der Matte sind und dass deine linke Schulter entspannt ist. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Oh, und dann komm wieder nach oben. Streck dich hier nochmal ganz bewusst nach oben, Schultern nach unten. Und lass dann die Hände zurück zur Matte sinken. Von hier lass mal deinen Kopf auf die rechte Seite neigen. Spür die Dehnung auf der linken Seite. Kreis über vorne auf die linke Seite und spür die Dehnung auf der rechten Seite.
Mach das ein paar Mal ganz langsam. Und noch hier die Variante, wenn dein Kind bei dir sitzt, kannst du es auch hier immer wieder halten. Oder auch den Schnuller dem Kind geben oder mit dem Spielzeug bespaßen, sodass du dich aber trotzdem ein bisschen durchbewegen kannst. Und dann von hier, wenn dein Kind bei dir ist, leg es jetzt ab und wir kommen gemeinsam in den Vierfüßlerstand. Platziere deine Hände unterhalb von der Schulter, die Knie unterhalb von der Hüfte, rechts und links. Und wir beginnen mit Katze Kuh. Ausatmung, du machst dich hier ganz rund. Einatmung, du öffnest dich. Mach das hier ein paar Mal in deinem Rhythmus. Und beweg deine ganze Wirbelsäule einmal gut durch. Und dann pendel dich in der Mitte wieder ein, im neutralen Vierfüßlerstand. Streck dein rechtes Bein nach hinten aus, der Fuß ist geflext, die rechte Hüfte zeigt nach unten, Richtung Matte. Und du hältst hier. Und wenn du jetzt kannst, dann heb diagonal dazu deine linke Hand an und lass den Daumen Richtung Decke zeigen. Halte die Spannung und zieh dich nochmal ganz bewusst 2 cm auseinander. Hier tun wir was für unsere seitliche Bauchmuskulatur, für den Rückenstrecker, für den unteren Rücken und für die Beinrückseite. Halte hier die Spannung. Und wenn du noch weitergehen kannst und schon wieder eine stabile Mitte hast, dann bring Ellenbogen und Knie in der Mitte zusammen mit der Ausatmung. Mit der Einatmung öffne dich wieder. Und mach das gerne ein paar Mal. So schließt du deine Rektodiastase und kommst zurück zu deiner starken Mitte. Verbind die Bewegung mit deiner Atmung. Und dann beim nächsten Mal bleib in der Streckung und dann pulsiere hier ein paar Mal nach oben, unten. Gerne kannst du in deinem rechten Arm so eine Mikrobeugung haben. Dann geht es nicht auf die Gelenke, sondern auf die Kraft. Und dann halte nochmal hier. Und dann setz deine Hand und das Knie wieder ab. Und von hier schreib mal Kreise. Mit deinem Steißbein stell dir vor, hier ist ein Stift befestigt und du tust dein ganzes Becken einmal kreisen. Und dann pendel dich langsam in der Mitte wieder ein. Und von hier streck dein linkes Bein nach hinten aus, der Fuß ist geflext. Und dann nimm diagonal die rechte Hand mit. Lass den Daumen nach oben Richtung Decke zeigen, halte erstmal. Von hier schieb Schambein Richtung Bauchnabel, so aktivierst du die innere Muskulatur. Und bei der nächsten Ausatmung bringst du Ellenbogen, Knie in der Mitte zusammen. Einatmung, du öffnest dich. Mach das ein paar Mal. Und mit der Ausatmung zusammen, mit der Einatmung öffnen. Und beim nächsten Mal hältst du in der Streckung. Und dann pulsier auch hier ein paar Mal nach oben, unten. Denk dran, dass dein Schambein Richtung Bauchnabel zeigt. Und dann halte und setz ganz langsam ab. Und von hier lass dein Steißbein in die andere Richtung kreisen. Oder du kreist ganz frei und machst ganz wilde Bewegungen, was dir gut tut, sodass du nochmal weich im unteren Rücken wirst. Von hier krabbel so auf die Seite, dass du mit den Händen nach vorne krabbeln kannst und dein Baby nicht ganz im Weg ist und du hier nach unten kommen kannst mit deiner Brust. Du kannst auch die Handinnenflächen komplett auf der Matte ablegen und dann leg deine Stirn auf der Matte ab. Dehn hier deinen Brustbereich mal ganz gut durch. Atme tief ein und aus. Und dann krabbel ganz langsam zurück in deinen Vierfüßlerstand. Und von hier stülp mal die Füße um und wir heben jetzt die Knie ab. Bevor wir aber die Knie abheben, aktivieren wir erst unsere innere Muskulatur. Schieb dein Schambein Richtung Bauchnabel, dann hast du eine Grundspannung. Und von hier heben mit der nächsten Ausatmung die Knie ein paar Zentimeter ab. Atme weiter, ein und aus. Und versuch das zu halten.
Und dann komm langsam wieder nach unten. Wir machen einen zweiten Durchgang. Schieb wieder, schau mal Richtung Bauchnabel. Aktiviere deine innere Muskulatur. Und wenn du bereit bist, heb deine Knie ab. Atme gut ein und aus. Und halte hier in den Armen eine Grundspannung, indem du deine Arme leicht beugst, so geht es nicht auf die Gelenke. Halte hier. Und dann leg ab. Super. Von hier wander mit deinen Knien so einen Tick nach hinten. Wander mit dem Oberkörper nach vorne. Jetzt schieb nochmal hier ganz bewusst Schambein Richtung Bauchnabel. So kommst du von einem Hohlkreuz in einen einigermaßen geraden Rücken. Jetzt machen wir was für unsere Arme und für unseren Rücken. Und wir machen so halbe Liegestütze. Mit der Ausatmung kommst du tief. Mit der Einatmung schiebst du dich nach oben. Mach das ein paar Mal. Du kommst nach unten zu deinem Baby und schiebst dich wieder nach oben. Und das machen wir für 3, 2. Und dann noch ein letztes Mal nach unten. Komm nach oben. Und von hier wander mal zurück und setz dich auf deinen Fersen ab. Schüttel mal deine Handgelenke gut durch. Kreis die Handgelenke. Und in die andere Richtung. Nochmal ausschütteln. Wander nach vorne. Platziere die Hände gut in der Matte. Heb die Knie ab und schieb dich hier zurück in deinen herabschauenden Hund. Hier wander dich gut ein. Schau, dass die Beine noch gebeugt sind. Und dann kannst du abwechselnd rechte, linke Ferse Richtung Matte bringen. Mit dem Kopf kannst du auch immer wieder Richtung Baby schauen. Und dann finden wir eine gute Position im herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein nach oben. Ausatmung, bring dein rechtes Bein nach vorne zwischen deine Hände. Und dann schieb dich ganz langsam mit der Kraft des vorderen Beines nach oben. Bring die Hände mit nach oben in Krieger 1. Bleib hier. Atme gut ein und aus. Wenn dein Baby jetzt unruhig ist, kannst du es auch hier wieder in den Arm nehmen. Und dann geh ein paar Mal nach oben, unten. So stärkst du deine Beinmuskulatur. Und dann bleib hier in der Streckung. Bring die Hände nach unten und streck dein vorderes Bein durch. Neig dich mit deinem Rücken ganz bewusst rund nach unten. Und spür hier die Dehnung auf der rechten Beinrückseite. Von hier beug es wieder. Heb dein rechtes Bein an, halte hier die Grundspannung. Komm wieder in den herabschauenden Hund mit gestrecktem rechten Bein. Setz dann ganz langsam dein rechtes Bein ab. Und von hier heb dein linkes Bein nach oben mit der Einatmung. Ausatmung, du steigst mit links nach vorne. Und dann kommst du mit der Kraft des linken Beines nach oben. Eine Variation vom ersten Krieger. Hältst hier. Wie gesagt, du kannst dein Baby auch hier wieder nehmen. Und dann komm ein paar Mal tief mit dem rechten Knie Richtung Matte. Und dann komm hier langsam zurück und streck dein linkes Bein durch. Neig dich nach vorne mit bewusstem runden Rücken. Und dann beug dein Bein wieder. Und hier machen wir eine andere Variation. Du steigst mit rechts nach vorne. Komm nach vorne. Beug dich hier mal ganz bewusst nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Von hier komm mit der Einatmung in die halbe Vorwärtsbeuge. Und dann setz dich tief in den imaginären Stuhl. Schieb wieder Schambein Richtung Bauchnabel. Und dann, wenn es geht, nimm deine Hände mit nach oben, dass dein Oberkörper eine Linie bildet. Und auch hier kannst du mit deinem Baby halten, wenn es unruhig ist. Und jetzt schieb mal deine Hände nach hinten, heb die Fersen ab. Atme ein, wieder nach oben, Fersen auf dem Boden. Atme aus, abheben. Atme ein, Fersen auf dem Boden, Hände hoch. Mach das ein paar Mal in deinem Atemrhythmus. Da stärkst du vor allem deine Beckenbodenmuskulatur. Die hebt sich hiermit ab und senkt sich hier wieder. Und gleichzeitig bekommst du starke Beine. Und einen starken Poppes. Und noch einmal nach oben. Ausatmung, komm tief in deine Vorwärtsbeuge. Einatmung, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmung, komm zurück in deinen Vierfüßlerstand. Find dich hier gut ein. Und dann beweg dich hier mal ganz frei durch. Nimm ein paar Atemzüge.
Und dann von hier, komm auf deine linke Seite. Leg dich hier ab, dein Baby ist hier vor dir. Und dann bring mal beide Knie übereinander und schieb dein Becken nach oben. Von hier wieder Schambein Richtung Bauchnabel. So aktivierst du deine innere Muskulatur. Und wir stärken hier die seitliche Muskulatur, um deine Rektodiastase zu schließen. Wenn du jetzt kannst, heb und senk dein Becken nach oben, unten. Und wenn du noch mehr willst, heb dein rechtes Bein dazu ab und halt den Fuß geflext. Und beweg dich ein paar Mal nach oben, unten. Ja, und dann halte hier. Bring dein Knie wieder auf Knie, senk dich langsam ab. Und von hier machen wir die andere Seite. Du kannst dich einfach umdrehen oder machst es so wie ich und kommst auf die andere Seite zum anderen Ende der Matte. Platziere deinen Ellenbogen wieder unterhalb von der Schulter, Knie über Knie auf Hüfthöhe. Dann schieb dein Becken nach oben, schieb Schambein Richtung Bauchnabel. Es bildet hier eine Linie. Bring deine linke Hand in die Hüfte und beweg dich hier wieder nach oben, unten. Und wenn du wieder mehr möchtest, nimm dein linkes Bein dazu, flex den Fuß und komm hier nach oben und unten. Und dann halte hier wieder, Knie auf Knie, langsam absetzen. Und von hier darfst du über den Vierfüßlerstand nach unten zum Liegen kommen auf deinen Bauch, zu deinem Baby hin. Vielleicht auch wie dein Baby. Von hier platziere die Hände gut unterhalb von deinen Schultern. Schieb sie so ein bisschen Boden, dass du dich hier schön öffnen kannst nach oben. Schieb die Beinrückseite, die Fußrückseite, den Fußrücken gut in die Matte, sodass die Knie sich abheben. So hast du eine gute Grundspannung. Schambein Richtung Matte. Und dann heb mal deine Hände nach hinten. Schieb dich bewusst nach vorne oben, vielleicht wie dein Baby. So baust du eine richtig schöne, gute Rückenmuskulatur wieder auf. Halte hier. Und vielleicht kannst du deine Füße auch abheben. Heb alles ab. Atme gut ein und aus. Entspann dein Kiefer. Und dann lass alles los. Rücken mit der Hüfte nach rechts und links. Wenn du magst, kannst du den Kopf ablegen. Dann wander mit den Händen nach vorne. Wander sie mattenbreit auseinander. Und dann schieb dich hier mal nach oben. Öffne hier nochmal deinen Herzbereich. Dreh dich so nach rechts und links. Dass du hier nochmal richtig schön dich öffnest. Leg dich langsam wieder ab. Und von hier komm auf deinen Rücken. Und hier, wenn dein Baby wieder unruhig ist, oder vielleicht überhaupt unruhig ist oder gerade erst unruhig geworden ist, kannst du es jetzt auch auf deinen Bauch nehmen. Wenn nicht, lass es neben dir. Schau, dass du mit den Fingerspitzen deine Fersen berührst. Schieb Schambein wieder Richtung Bauchnabel. Und dann schieb dein Po nach oben. Halte hier. Für ein paar Atemzüge tendenziell Knie zusammen. So hast du eine Grundspannung auf der Beininnenseite und im Po. Und halte hier für ein paar Atemzüge. Einfach so ein bisschen tippen, wenn du möchtest. Mit deinem Baby im Blickkontakt bleiben. Und dann leg dich langsam ab. Wenn dein Baby nicht bei dir ist, dann schnapp dir deine Knie, zieh sie zu dir her, wackel nach rechts und links. Streck nochmal alles nach oben, wenn dein Baby nicht auf dir ist. Kreis alles mal und in die andere Richtung ausschütteln. Und von hier komm über die Seite zum Sitzen für deine Endentspannung. Und für die Endentspannung kannst du dein Baby auch wieder zu dir nehmen. Du kannst es auch im Liegen machen, wenn dein Baby gerade ganz ruhig ist. Und dann finde eine gute Position für dich, für die Endentspannung. Schließ deine Augen. Entspann den Kiefer. Schau, dass die Zähne im Abstand zueinander sind. Nimm nochmal ganz bewusste Atemzüge. Vielleicht erinnerst du dich an die Atemübung vom Beginn der Stunde mit auf 4 durch die Nase ein, auf 4 durch die Nase aus. Vielleicht möchtest du das nochmal machen. Dann wiederhol das nochmal, wenn es dir gut getan hat. Wenn nicht, lass alles los, alle Gedanken. Und versuche auch für einen kleinen Moment nur bei dir, bei deinem Körper, bei deinem Baby zu sein.
Und wenn du kannst, dann komm nach oben zum Sitzen. Nimm die Hände vor deinem Herzen nochmal zusammen. Verschließ nochmal die Augen oder lass sie geschlossen. Und erinnere dich an die Intention. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit für mich, für meinen Körper, für meine Rückbildung. Vielleicht kannst du dir heute im Laufe des Tages nochmal ganz bewusst Zeit nehmen. Vielleicht bei einem Kaffee. Vielleicht, wenn dein Baby im Bett ist. Nochmal was ganz bewusst für dich machen. Und dann öffne ganz langsam deine Augen wieder. Namaste. Ich danke dir. Ich hoffe, das hat euch zwei gut getan. Ich hoffe, du hast jetzt einen ganz schönen Tag und ich freue mich, wenn du mich abonnierst, wenn du dieses Video likest oder andere Videos von mir anschaust, mich weiterempfiehlst. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Rückbildung. I'm falling for you.